Herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Heute machen wir zusammen die Cowboy-Stiefel und das ganz ohne gekaufte Schablonen. Ich habe im Internet danach gegoogelt, wo ich den Auftrag bekommen habe von einer Freundin, dass ich ihre Hochzeitstorte machen darf. Und ich war sehr erschrocken, dass das 60 Euro kosten soll. Also habe ich weiter gegoogelt und mir natürlich auch andere Alternative einfallen lassen. Und diese Alternative möchte ich euch heute zeigen. Ist total simpel und ich finde, die sehen echt klasse aus. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Tutorial und bis dann. Wir benötigen verschiedenen Fondant. Ich habe braunen Schokofondant mit alles und schwarzen und weißen und grauen und habe alles mit CMC vermengt. Ebenso brauchen wir die Schablonen. Die werde ich euch einscannen und dann auf meinem Blog verlinken. Dann brauchen wir natürlich Bäckerstärke, etwas Zuckerkleber, einen Pinsel, ein Bastelskalpell und Spaß beim Modellieren. Als erstes beginnen wir mit dem weißen Modellierfondant. Den rolle ich mir aus und tue mir zuerst die Sohle ausschneiden. Modellierfondant stellt man übrigens aus CMC und Fondant her. Ihr könnt aber auch Blütenpaste nehmen, aber die eignet sich eher bei ganz dünnen Arbeiten. Dann habe ich mir so einen Karton genommen, den ich mir etwas gebogen habe, habe darauf meine Sohle draufgelegt und zur Seite zum Trocknen. Als nächstes für die Vorbereitungen habe ich mir den braunen Fondant ausgerollt, habe unten das Stück gerade abgeschnitten und habe mir dann die Schablone draufgelegt. Und da ich sie leider zusammengeklebt hatte, musste ich das dann etwas weiter verschieben, nachdem ich bei dem Bogen angekommen bin. Aber das fand ich jetzt gar nicht schlimm und habe mir das Ganze zurechtgeschnitten. Dann habe ich das unten nochmal etwas gerade abgeschnitten, weil ihr seht ja, es war etwas schräg. Und dann nehme ich mir Klarsichtsfolie und darin packe ich dann immer erstmal alles ein, bis ich dazu komme, das richtig zu verwenden. Die nächste Schablone habe ich mir dann aus etwas dunkleren Fondant hergestellt. Das war dann aus Braun und Schwarz gemischt. Habe mir so eine, eigentlich für Spitze herstellen ist das, drüber gelegt und einmal drüber gerollt, dass es so eine, wie eine kleine Prägung war. Dann habe ich mir die Schablone genommen für vorne, für die Schuhspitze, habe diese auch ausgeschnitten, ebenso zur Seite gelegt, das war für hinten für den Fuß dann. Der Übergang zur Sohle ist das. Und dann habe ich mir noch zwei solche kleinen, wie nennt man die nochmal? Die tut man an die Seite ran. Und ich habe mir jedenfalls erstmal alles in Folie eingepackt oder in Gefrierbeutel und habe das zur Seite gelegt, nicht dass es zu sehr antrocknet. Habe mir dann nochmal schwarzen Modellierfondant ausgerollt, das aber etwas dicker, das war ungefähr 5 mm dick. Und da habe ich mir dann die Hacke ausgeschnitten. Dann habe ich noch die Seiten etwas schön getrimmt und weil mir das zu niedrig war, habe ich dasselbe dann nochmal gemacht und habe das Ganze zusammengeklebt und die Überstände habe ich dann abgeschnitten. Für eine weitere Deko habe ich mir so eine Mold genommen, wo man so schöne kleine Verzierungen drin hatte, habe da mein Fondant einfach reingedrückt. Das habe ich auf beiden Seiten gemacht, dann das Ganze umgedreht, einmal drüber gerollt, dass die Prägung auch ja drin ist und dann habe ich das Ganze abgezogen. Das habe ich dann noch mit anderen Verzierungen davon gemacht gehabt und habe das Ganze dann einmal fein ausgeschnitten, dass es alles schön sauber ausschaut. Auch dies habe ich dann erstmal wieder in Folie gepackt und auch zur Seite gelegt. Aus dem Restfondant habe ich mir jetzt einfach den zusammengeknetet und habe mir dann versucht, so eine Spitze zu formen. Das dient dazu, dass dann später die Spitze nicht einsinkt und das Ganze etwas stabiler ist. Dafür habe ich halt zur Hilfe meine Schablone genommen, um ja die richtige Größe zu bekommen. Dann ging es schon los am Zusammenkleben und da habe ich einfach hinten die Hacke genommen,
die Sohle obendrauf befestigt, auch dort den Überschuss einmal weggenommen. Hab unten noch alles nochmal begradigt. Und mit einem Modelliertool habe ich alles etwas gerade gerückt. Ebenso habe ich mir das Fondantstück befestigt mit Zuckerkleber, was das Ganze daran hindert, dass es dann einsinkt. Habe noch geschaut, ob alles rundherum einmal passt. Und dann habe ich mir mein vom Stiefel hinten, dort wo man reinschlüpft, geschaut, ob das so zusammenpasst, wie ich mir das vorstelle. Es war noch etwas groß, deswegen musste ich da noch mal etwas dran rumschneiden. Als es dann soweit gepasst hat mit dem Zusammenlegen, habe ich das auch beklebt. Ich habe mir so einen Abschnitt dann einfach genommen, habe den drunter gelegt und darauf dann die beiden Seitenenden befestigt. Das hat dann sehr super so geklappt und ich hatte, glaube ich, hinten dann nochmal so ein kleines Stück draufgeklebt, vorsichtshalber. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich habe jetzt hier nur noch geguckt, ob das so allgemein so passt. Hab dann etwas mit der Schere so wie eine kleine Wölbung reingeschnitten, dass das unten etwas vorne etwas spitzer zuläuft. Und als ich zufrieden war, habe ich das Ganze mit Zuckerkleber dann an der Sohle befestigt. Mit einem Pinsel habe ich dann geschaut, dass ich da keine Knicke drin habe, habe das Ganze etwas entbeult. Und mit dem Modelliertool habe ich dann versucht, das alles sehr schön gerade hinzubekommen. Die Schere habe ich so drunter gelegt, um zu schauen, ob es von der Höhe her passt. Vorne habe ich dann noch eine Pappe gemacht, weil die sind ja meistens so nach vorne gewölbt, die Stiefelchen. Dann habe ich mir die eine Schablone hier genommen, habe die drin gelassen, damit das Ganze nicht zusammenfällt. So habe ich es erstmal trocknen lassen und am nächsten Tag habe ich da erst weitergemacht. Da hat mir die Höhe nicht so gefallen, deswegen habe ich nochmal mir hinten etwas dran geklebt. Und dann ging es schon los mit der Deko dran kleben, so teilweise. Und das hält es auch zusammen. Das ist ja einmal so ein Zierbändchen, das kommt ja immer hinten rum bei so einem Stiefel. Das habe ich dann zuerst aufgeklebt und dann habe ich die Spitze mir genommen. Die Spitze, also womit man die Spitze vorne halt formt. Und da habe ich erst geschaut, ob das so vom Maß her hin passt und das hat mir nicht ganz so gefallen, deswegen musste ich da nochmal etwas wegschneiden. Und als ich dann so zufrieden war, habe ich das Ganze auch an der Sohle wieder befestigt. Aber ihr seht, einfach etwas andrücken, dann seht ihr das, ob die Überstände passen oder nicht. Und dann habe ich das Ganze einfach abgeschnitten und den überflüssigen Fondant entfernt. Und da es etwas schwierig war, so halb gewölbt, habe ich das Ganze halt nochmal kurz vor mir hingelegt, weil markiert hatte ich das ja quasi schon. Und jetzt kommt das mit Zuckerkleber dran geklebt. Da könnt ihr ruhig auch oben an der Stütze das machen, weil die ist ja auch fest. Da rutscht er euch nicht weg. Das hatte ich nicht gemacht. Das musste ich zwischendurch einmal machen, weil sich das Ganze gelöst hatte. Beim Festdrücken müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr eure Prägung nicht wieder rausdrückt. Das wäre ja schade drum. Und entweder nehmt ihr ein Stück Pappe, was ihr dann so drunter legt, oder wie ich hier die Schere. Es dient einfach nur dazu, dass das Ganze nicht durchbricht, weil das ja noch nicht richtig fest ist und noch richtig durchtrocknen muss. Deswegen hatte ich das dann so gelassen.
Dann habe ich mir diese Anziehhilfen, also das sind immer diese Schlaufen hier an den Stiefeln links und rechts, habe ich dran befestigt. Und dann kamen wir schon zur Deko. Die habe ich überall angebracht, wo man entweder irgendeine Naht gesehen hat oder wo es meiner Meinung nach am besten gepasst hat. Ich fand das hinten ganz schick, das war ein schöner Abschluss. Und an der Seite habe ich dann auch welche angebracht, das fand ich ganz niedlich so. Ja, und soweit war er dann fertig. Dann wieder die Schere drunter zur Stützen. Das habe ich 5 Tage trocknen lassen. Und dann ging es los mit der Deko. Mir war es vorne noch etwas zu einfach, weil manche haben ja diese Metallspitze und die habe ich mit diesem Stück Fondant dann nachgeahmt. Habe das Stück einfach mir ausgerollt, mit Zuckerkleber vorher die Spitze bepinselt und dann habe ich das Ganze drangeklebt, abgeschnitten und fertig. Hier habe ich mit schwarzer Gelfarbe von Wilton die Naht nachgemalt. Ich weiß, das sieht man nicht so gut. Dann habe ich das Ganze noch etwas abgepudert, wo ich dann mit meiner Naht fertig war, mit so einem silbernen Puderfarbe. Und wo mir das noch nicht so kräftig genug war, habe ich dann die Metallic-Farbe vom Putty-Versand genommen und habe dann an der Sohle an der Seite entlang überall Silber gemalt und ebenso die Spitze und habe die Spitze dann nochmal abgepudert mit der silbernen Puderfarbe. Dann habe ich da auch noch ein paar Nähtchen rein gemalt und weil ein Cowboy-Stiefel natürlich nicht sauber ist, außer man kauft ihn, habe ich ihn noch etwas angemalt mit brauner und cremefarbenen Puderfarbe und fertig war's. Also gar nicht mal so schwer. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir auf alle Fälle einen Kommi da. Ich freue mich schon sehr über eure Meinung und bin schon gespannt wie ein Flitzebogen. Wir sind fertig mit unseren Stiefeln. Die müssen jetzt nur noch etwas trocknen. Wie immer, dann könnt ihr es auch ein bisschen verfeinern. Das habe ich euch ja am Ende des Videos gezeigt. Erst am Schluss etwas abpudern, aber erst mal antrocknen lassen. Ich habe sie insgesamt 5 Tage trocknen lassen, bevor ich sie bemalt habe. Und ich finde sie nicht schlecht. Ich hoffe, ihr auch. Lasst mir einen Kommentar da und ein Däumchen. Und wer mich noch nicht abonniert hat, tut das hoffentlich. Und jetzt hier seht ihr links und rechts jeweils einen Videovorschlag, wenn ihr euch das auch angucken möchtet, denn das hier ist eine kleine Hochzeitstorten-Serie, weil ich so eine Cowboy-Torte noch nie hatte und das zur Hochzeit fand ich total toll. Und wir sehen uns die nächsten Tage wieder beim nächsten Video.